Okay, sehr leid, was geht? Wir sind gerade da bei einem massiven Stairset, also ist echt weit. Der Plan wäre da abziehen, bis da runter quasi. Ist echt massiv weit. Muss der eigentlich nur gesendet werden? Also es klingt vielleicht leichter wie es ist, aber ja. Dann schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich das geplant habe. Ja. Das wird schon gehen. Das schon so. Normalerweise, wenn ihr richtig viel Speed habt. Low Car. Ja, das wird schon gehen. Yes! Ah, jetzt zitter. Alter, sauber. Boah. Ja, und ich weit. Holy shit, was ein Mensch. Ey, mach mal. Ja. Oh, das wäre geil. Mat, hast du das gemacht? Also Leute, das war tatsächlich echt eine harte Geburt, weil das hat leichter ausgeschaut als ich halt. Ich weiß, es ist relativ tricky mit dem G-Turn, dass man genau reinkommt, ohne quasi zu korrigieren. Von dem her hat es relativ lang gedauert, das smooth zu machen, aber ich glaube, der Clip kann sich jetzt sehen lassen, der ist relativ geil geworden. Jetzt will ich natürlich selber mal singen. Ja. Wahrscheinlich gegen uns, oder? Schon, oder? Okay. Ja, ist wie ein Gehsteig. Ja. Ja, ist schön. Alles klar. Ja, und dass ein schöner Hintergrund ist. Ja. Ja. Ah, ist schön. Echt, oder? Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Okay. Ah. Also Lyle, wir haben gerade die ganze Zeit quasi in der Früh oder am Vormittag quasi in Anfang gefilmt. Und zwar, weil du gleich auf fettes Stairset ist recht geil, ist recht tricky. Es ist eigentlich schon recht weit. Die Ausfahrt ist auch ein bisschen eng alles. Also es wird auf jeden Fall wieder ein bisschen schwarm mit den Absperren, dass da alles safe ist quasi für andere Leute, aber auch für mich. Es ist auf jeden Fall möglich. Wichtig und entscheidend ist wieder der richtige Speed auf jeden Fall. Ich glaube, das sollte auf jeden Fall schon hinhauen, weil ich glaube, da haben wir schon größere bis jetzt gemacht.
Fleck, glaube ich, auf der Linse. Stofffleck. Ja, Speedtest war erfolgreich. Wir haben nur ein bisschen Paranoia gehabt, weil es da unten relativ knapp ist, dass ich nur mit dem Kopf oben reinziehe. Da bin ich, glaube ich, ready zum Senden. Let's go. Aber heute, wenn ich halt springe, habe ich halt ganz einen anderen Speed, gell? Ja, das ist gleich. Sieht trotzdem aus. Ja, oder? Okay, chill, chill, chill. Jetzt, wenn der Zug fährt, dann dann auch ich springe. Ja, aber alle 10 Minuten. Ja, ey, wenn der Zug fährt, schnell. Ja, das stimmt. Nicht schnell, nicht schnell. Jawohl. Du wärst ja nie eine Zug, jetzt setze ich nicht einmal aus. Du kannst schon abspringen und dann ziehst du eine. Ja, ich schaue mal los aus, aber wenn du unten stehst, ja, das Absperren ist tatsächlich immer ein Schwachstück. Und ich habe alles leid am Ticketautomaten. Geht, oder? Für dich. Geht? Jawohl! Oh boy, es geht schon. Servus Leute, was geht? Wir sind da gerade an einem richtig massiven, geilen Spot. 30 Meter voller Stiegen, also mega geil. So ein bisschen so Motowoop-Style. Also wir machen da gerade ein paar Fotos. Danach wird der Plan Stativ da aufstellen und direkt von vorne Slow-Mo, wo ich quasi die Stiegen mit dem Motowoop-Style runterfahre. Ist ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, das zahlt sich aus. Ist tatsächlich geil, dass heute ein bisschen bewölkt ist. Also schauen wir mal, das Sonnenschatten, das ist nicht so geil. Ich glaube, das kommt auch recht gut, dass es nicht so schön ist heute. So, servus Lyle, das war's. Das war der finale Part vom Behind the Scenes von Late for School Part 2. Ich wollte mich einfach nochmal bedanken für das mega krasse Feedback. Mittlerweile sind es glaube ich schon über 7 Millionen Views, was absolut next level ist. Also ist echt geisteskrank. Die harte Arbeit hat sich echt ausgezahlt und es waren auch echt ein paar krasse Challenges dabei. Aber im Endeffekt hat sich's wirklich ausgezahlt. Und wie gesagt, wollte mich noch bei euch bedanken. Und in diesem Sinne, Leute, danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.